Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its mission? To explore strange new worlds, to discover new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Es geht wieder mal zu einer neuen, weiteren Mission Star Trek. Another fine mess. Nachricht höchster Dringlichkeit vom Hauptquartier, Captain. Oh, es ist mal ein anderer Spruch. Muss gefährlich klingen. Auf den Schirm, Lieutenant. Admiral sagt, wir haben Berichte über eine unbestimmte Zahl von Elasi-Piratenschiffen in ihrem Sektor. Sie haben den Befehl, sofort zum Harlequin-System zu fliegen. Okay. Harlequin. Okay. Gut. Also, wieder zurück zum Harlequin. Wir gucken aber erstmal unsere Missionsergebnis vom letzten Mal an. 4, 4, 4 Punkte. Immer volle 100%. Das ist sehr schön. Okay. Gut, dann wollen wir mal schauen. Also. Schilde hoch. Waffen aktivieren, wenn wir schon in einen Kampf ziehen. Halber Impuls. Wir reden mit Mr. Spock. Dürfte ich vorschlagen, unsere Waffen zu entsichern und die Schilde hochzufahren, damit wir auf Ärger vorbereitet sind, Captain? Schlafen Sie denn, Mr. Spock? Haben wir doch schon längst alles getan. Ich wollte den Computer benutzen. Sag uns doch mal was über das Harlequin-System. Harlequin, ein Sternensystem der Föderation mit zwei Welten der Klasse M, beide bewohnt. Vardain ist eine Kolonie der Erde, die in mehrere Kontroversen verstrickt ist. Aloysia gehört nicht zur Föderation und arbeitet mit den Elasi-Piraten zusammen. Okay, also Vardain und Aloysia angucken, okay. Vardain. Vardain, der Name des dritten Planeten im Harlequin-System. Vardain ist ein zurückgezogenes Mitglied der Föderation, das vom Isolationisten im späten 22. Jahrhundert gegründet wurde. Vardain ist eine technokratische Gesellschaft, die mehrmals Hilfe der Föderation bezogen hat, aber bisher keinen Einblick in ihre eigenen technischen Fortschritte gegeben hat. Es wird vermutet, dass verbotene Genexperimente durchgeführt werden. Eine Untersuchung wurde zum Sternendatum 4650,5 auf unbestimmte Zeit verschoben, auf Wunsch des verdänischen Gouverneurs. Die vor kurzem aufgeflammten Gerüchte über Ausbeutung der Immigration von Tergen 3 hat weitere Untersuchungen der Föderation ausgelöst. Okay, Tergen 3 und Aloysia. Okay, also Aloysia. Ich glaube, ich habe es falsch geschrieben. Vielleicht muss ich nochmal nachgucken. Aloysia. Okay, nee, ich habe es richtig geschrieben. Aloysia. Okay, dann scheint das wohl nicht wichtig zu sein. Dann Tergen. Tergen 3, ein Planet der Klasse M, der vor kurzem evakuiert wurde, da seine Sonne in eine Phase der Ausdehnung überging. Die einzigen Bewohner sind die Mitglieder des Turgen-Solar-Überwachungsprojekts. Die tergischen Immigranten sind offensichtlich zu billiger Arbeit auf dem Planeten Vardain gezwungen worden. Mehrere Fälle, um Gottes Willen, was für ein Deutsch.
Mehrere Fälle von Verletzungen der Recht intelligenter Wesen werden von der Föderation untersucht. Okay, also die halten sich wohl offensichtlich irgendeine Art von Sklavenrasse. Okay, und dann haben wir natürlich noch die Elasi. Elasi Prime, Elasi... Mhm. Ayay Elasi, übersetzt die Faust von Elasi. Ayelasi, übersetzt die Faust von Elasi, der Name eines Demeri-Piratenclans auf Menalvagor, Nachname der Clanmitglieder seit mehreren Jahrzehnten. Okay, das kennen wir doch schon irgendwoher. Die Piraten, das kennen wir schon. Menalvagor, ja. Sonst nicht hier kämpfen. Und das ist Elasi Prime. Okay, gut. Gut, mehr gibt es wahrscheinlich jetzt gerade gar nicht zu sagen, ne? Dann würde ich sagen, starten wir die Mission. Und wie immer werden wir einen Spielstand anlegen. Mission 4. Und in der Hoffnung, dieses Mal nichts zu haben, was zeitlich uns in Bredouille bringt, damit ich in aller Ruhe auch alles untersuchen kann. So, das hätten wir. Und wir sollen ins Harlequin-System fliegen. Gut. Dann, Mr. Chekhov, plotten Sie doch mal einen Kurs. So, da kamen wir her. Und da ist das Harlequin-System. Also, go. Wir sind im Harlequin-System angekommen. Und hier wird das Harlequin geschrieben mit K. Oh Mann, echt. Oh, nein. Wer das übersetzt hat, der gehört echt erschlagen. Muss man echt sagen. Okay. Ups, jetzt habe ich schon gefeuert. Was soll denn das? Zwei Elasi-Schiffe nähern sich schnell, Captain. Ich sehe auch eine kleine Ionenspur. Wahrscheinlich von einem Scout-Schiff. Der Piraten auf den Scout. Hä? Nachricht vom Captain der Elasi, Sir. Elasi-Pirat. Wir zeigen euch, was mit denen passiert, die sich zwischen uns und unsere Beute stellen. Bereitet euch auf den Tod vor. Oh je, und das sind jetzt gleich zwei. Okay. Oh je, dann mal los. Kriegen wir es hin? Da ist was. Zielanalyse. Analyse. Schneller fliegen. Mr. Scott, bitte reparieren Sie die Schilde. Und wir drehen uns. Das ist nicht gut. Schilde weiter reparieren, Mr. Scott. Ja, komm. Und gleich dranbleiben. Da schießt einer aber kräftig. Komm, langsamer werden. Drehen. Wo ist er denn jetzt hin? Gut, dass wieder alles
Ja? Ist das Gott? Die Schilde bitte reparieren. Zumindest mal ein bisschen schneller fliegen hier. Ja, es ist, glaube ich, nur noch einer da. Okay, gut. Also nur noch einer. Jetzt langsam und drehen. Komm, schneller drehen. Oh. In eine Richtung komplett wegdüsen. Unsere Antriebe sind halt ziemlich beschädigt. Na, der muss direkt um uns rumfliegen. Schon. Zielanalyse, okay. Haben ihn jetzt. Wir haben ihn mal erwischt. Schilder repariert, gut. Du bist jetzt aber schon ganz schön echt am Verwundeten, ne? Willst du jetzt nicht abhauen? Wir gehen nochmal auf langsam. Und beeilen uns. Komm schon. Ey, ich wusste gar nicht, dass das so ein Actionspiel ist hier. Jetzt müsstest du aber langsam mal klein beigeben, oder? Haut er ab. Okay, ich glaube, er verpisst sich, ne? Die Ionenspur des Scouts führt in das Harapan-System, Captain. Okay. Also, zumindest haben wir mal dieses Schiff gerettet und die zwei haben wir in die Flucht geschlagen. Harapan-System, okay. Lieutenant Uhura, wir empfangen ein Unterlichtsignal, Sir. Es ist sehr schwach. Geben Sie es auf die Lautsprecher, Lieutenant. Enterprise, sind Sie das, Kirk?
Freund Kirk, ich glaube es nicht, dass man gerade Sie zu meiner Rettung schickt. Captain Kirk, das klingt wie, nein, bitte, lass es nicht. Ich habe es jetzt auch, habe jetzt auch ein visuelles Signal, Sir. Sie kommen doch, um mir zu helfen, Kirk. Sie müssen mir helfen. Ich hatte da ein kleines Missverständnis mit den Elasi-Händlern. Elasi-Händlern. Sie wollen mich töten, Kirk. Harry Mudd. Das kann ich so gar nicht verstehen, Harry Mudd. Also sehen Sie, Kirk, ich verkaufte Mudds magische Entschmutzer ohne irgendwelche Tricks. Nur ein kleiner Nebenjob, aber jetzt lassen Sie mich nicht in Ruhe. Oha, Sie versuchen mich zu orten. Ich kann Ihnen keine Koordinaten senden, aber Sie müssen mich beschützen. Ich bin ein offiziell registrierter Händler der Föderation. Mudd, Ende und aus. Ich fürchte, er hat recht mit seiner Registrierung, Captain. Und die Bestimmungen sagen, dass wir auf seinen Hilferuf reagieren müssen. Wie meinen Spock? Wie meinen Spock? Reagieren auf den Hilferuf von Harry Mudd? Oh je. Wie war das nochmal mit dem romulanischen Ale oder mit dem Scotch? Also ehrlich, müssen wir jetzt echt drauf reagieren? Na gut, wenn wir drauf reagieren müssen. Das Schiff ist zumindest jetzt erstmal soweit. Der Kampf ist zumindest jetzt erstmal gemacht. So, dann safen wir. Vier, eins. So. Damit wir zumindest mal nach dem Kampf sind. So. Und jetzt reden wir mal mit Mr. Spock. Der Computer sagt mit 91,331% Harcourt Fenton Mudd Harry für seine Freunde. Was? Der Computer sagt mit 91%. Harcourt Fenton Mudd Harry für seine Freunde. Okay. Okay, das war die Stimme wohl, okay? Also der ist nicht ganz sicher, der Computer. Okay, dann wollen wir mal schauen. Also, wir sollten jetzt in das Harappa-System. So. Harappa. So. Harappa. Ein Sternensystem, vierter Planet namens Chamäleon. Ist bewohnbar. Steht unter Einfluss der Elasi-Piraten. Will diesen jedoch abschütteln. Okay. Dann schauen wir doch mal. Wissen wir was über Harry Mudd? Mudd, Harcourt Fenton, Harcourt Fenton, Harry Mudd ist einer der bekanntesten Kriminellen der Föderation, ein Betrüger und genereller Ärgerverursacher. Er wurde schon mehrfach für kleine Verbrechen verhaftet, obwohl Mudd nicht gefährlich im Sinne von direktem Angriff oder Brutalität ist, ist er doch verschlagen und nutzt oft indirekt gefährliche Methoden, um seine Ziele zu erreichen. Starfleet-Offiziere, die Mudd begegnen, sollten extrem vorsichtig sein. Okay, gut. Hieß nochmal dieser Planet, der dabei Harappa genannt worden ist? Chamäleon. Okay. Chamäleon. Oh, weiß ja nichts drüber. Okay. Na gut, dann wollen wir mal sagen, schauen wir mal auf die Karte. Damit wir ins Harappa-System fliegen. So, StarMap Harappa-System ist wo? Ah, direkt nebendran, alles klar. Direkt nebendran, dann können wir ja loslegen. So, und go. Da sind wir und da nebendran ist das Harappa-System. Ah, da ist was. Sieht wie ein Frachter aus. Okay. Ich glaube, wir können die Waffen deaktivieren. Das Harappan-System ist ein Doppelstern.
mit in der Nähe, der unsere Sensoren durcheinander bringt. Was ist ein Doppelstern? Was ist das denn wieder für ein Deutsch? Das Harappa-System ist ein Doppelstern mit in der Nähe, der unsere Sensoren durcheinander bringt. Es möglich, Mats Nachricht zu diesem Wrack. Oh Gott. Echt jetzt? Nein, Mr. Spock, so sagen wir es nicht. Das heißt, das Harappa-System ist ein Doppelsternsystem mit in der Nähe eines unsere Sensoren durcheinander bringt. Es ist möglich, dass Mats Nachricht von diesem Wrack kommt. So ungefähr, ne? Also unser Freund Harry ist an Bord, ohne Zweifel. Was können Sie mir noch über dieses Schiffswrack erzählen? Es gibt insgesamt 6 große Teilstücke im Rumpf. Alle Systeme sind inaktiv. Der Rumpf allerdings ist einigermaßen dicht. Eine atembare Atmosphäre an Bord ist anscheinend das Resultat eines SAVA-Chips. Safe-A-Chip. Notatmosphäre. Generators. Okay, eines SAV-Chip Notatmosphärengenerators. Nicht gerade das betriebssicherste Modell, Captain. Lieutenant Uhura, ein Funkspruch von Mr. Matze. Echt jetzt? Captain, Sie sind gekommen. Ich bin zutiefst gerührt. Harry, ich müsste gerührt sein, und zwar im Kopf, wenn ich irgendwas mit Ihnen zu tun haben wollte. Wie geht's der lieben Frau, Stella? Das war ein gemeiner Trick, Kirk. Es wird Sie freuen zu hören, dass ich nicht nachtragend bin, wenn die Enterprise in der Nähe bleibt und weitere Piratenangriffe abwehrt. Dann kann ich meine Bergung hier zu Ende bringen und bleibe Ihnen völlig aus den Haaren. Warum wird er nicht richtig angezeigt, hä? Ist es vielleicht doch nicht matt, hä? Unsere Computerdaten sagen, dass sie beim Bericht angegeben haben, dass es hier nichts Bergungswertes gäbe und es sich um einen uralten Frachter handeln würde. Habe ich nichts gesagt? Minimal, Captain, minimal. Es sah nichts Vielversprechendes aus, als ich diese Meldung gemacht hatte. Sie wissen, der erste Eindruck kann täuschen. Mein Eindruck von Ihnen muss ich immer wieder nach unten korrigieren, Harry. Wir beamen mal rüber und verschaffen uns selber einen Eindruck. Ah, das ist nicht notwendig, Kirk. Ich werde schon. Ich meine. Harry, reg dich ab. Wir sind doch Freunde. Wir machen uns nichts draus, wenn du doch nicht richtig aufgeräumt hast. Und es staubig ist, Kirk Ende. Na gut, dann können wir rüberbeamen, ne? So, kurz zwischenspeichern. 4-1, genau. So, dann wollen wir mal schauen. Reden wir nochmal mit Mr. Spock. Ich würde mir ja gerne dieses Alienschiff ansehen, aber der Gedanke an ein Wiedersehen mit Harcourt Fenton Matt lässt mich zögern. Okay. Will er wohl nicht, ne? Aber wir beamen trotzdem rüber, ne? Uhura. Unser Befehl lautet, alle notwendige Hilfe im Rahmen unserer Möglichkeiten zu leisten, Sir. Na gut, dann Schilde runter. Und hinüber beamen. Spock, Sie kommen mit. Scott, Sie übernehmen hier. Energie, Mr. Kyle. Wo sind wir denn hier? Ah, willkommen, Captain Kirk. Schön, dass Sie hier sind. Die Elasi waren hier ziemlich lästig. Nun, Sie sind mir ziemlich lästig, Harry. Sagen Sie mir, was das alles zu bedeuten hat. Ich bin vor einigen Wochen auf dieses Schiff gestoßen und habe es sofort als Wrack registrieren lassen. An Bord fand ich einige interessante Geräte in der Schachtel da. Als ich eines an einer Wand ausprobierte, entfernte es sofort allen Dreck. Perfekt, sauber, soweit ich beurteilen konnte. Ich packte ein paar von Mats Wunderentschmutzern ein und alles lief wie geschmiert.
Und dann lief etwas schief, richtig? Eigentlich nicht, Doktor. Noch nicht. Ich begann, einige andere Kleinode zu verkaufen. Mats perfekter Kaffeeersatz. Eine tolle Idee für Partys und Freunde. Linsen für einen Bau, dein eigenes Teleskop, diverse Scherzfarben, eben sowas. Und plötzlich tauchen Elasi-Piraten in allen Quadranten auf, die mich suchen und wissen wollen, wo ich meine Waren her habe. Ich verstehe, Harry. Nun, wir schauen uns mal um. Und die Enterprise bleibt in der Nähe. Sehen Sie sich nur um, Captain. Aber ich halte ein Auge auf Sie. Schließlich habe ich das Wrack auf mich registrieren lassen. Und ich will nicht, dass Sie mir irgendwas wegnehmen. Harry, als Repräsentanten der Föderation und Offiziere von Starfleet, garantieren wir die Rechte von rechtmäßig erworbenen Gegenständen. Klar? Aber natürlich, Captain. Machen Sie weiter, Captain. So, okay. Was haben wir denn jetzt hier Schönes, ne? Wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Was haben wir hier oben? Dieser Ort ist ein Lagerraum für alles Mögliche. Selbst eine Armee von Arbeitern bräuchte Wochen, um alle Behälter zu öffnen und den Inhalt zu identifizieren. Sie suchen, aber finden nichts. Dann haben wir hier dieser Ort. Okay, dann haben wir hier irgendwas, das man nicht angucken kann. Seltsame Gegenstände, die in eine Hand passen. Okay, was ist das da? In der Schachtel sind glitzernde, sphärische, doch eckige Objekte. Was hat der dort? Dieser Behälter enthält Ziegel, die wohl mal vorbereitetes Essen waren, vor mehreren tausend Jahren. Okay. Harry Mudd, Hargood Fund. Fenton Mudd ist immer ehrlich und fair. Natürlich ist er immer ehrlich und fair zu ihnen. Okay. Na gut. Okay, noch irgendwas hier? Dann benutzen wir jetzt mal den Tricorder. Dieser Lagerraum ist voll von Gegenständen. Was ist das? Dies sind Computerdaten, Medien, wahrscheinlich speziell für die Computer der Aliens designt. Ich wollte doch den Tricorder benutzen. Was ist das? Ein kleines energiegeladenes Gerät mit einer Öffnung in Größe eines Daumennagels an der Vorderseite. Und woran arbeitet er da? Was ist das da oben? Nix. Okay, Computerdaten. Hab ich jetzt noch irgendwas übersehen? Noch irgendwas angucken hier? Oh, diese Linse in der Größe eines Daumennagels ist aus feinstem optischem Glas. Das da, ach, dieses Zeug da, okay. Hä? Nee. Sie nehmen es. Sie nehmen es. Ja, ist gut. Mr. Spock, du musst mal zur Seite gehen, glaube ich.
weil ich ansonsten da nicht rankomme. Dann, Spock, geh doch mal zu Harry Mudd. Ich kann keine Logik in dieser Aktion entdecken. Ein kleines energiegeladenes Gerät. Okay. So, und jetzt? Sie nehmen es. So, jetzt haben wir was genommen alles? Wir haben jetzt hier eine gelbe, eine Linse und das da. Okay, da gucken wir uns das gerade nochmal genau an. Also, anschauen. Einer von Mats magischen Entschmutzern. Okay. Diese Linsen in Daumennagelgröße wirken wie feinstes optisches Glas. Okay, und was haben wir hier? Schimmernde Zwölfecke mit hohem Reflexionsgrad und einem Schimmern ähnlich dem prismatischen Regenbogen von Öl auf Wasser. Okay. Kann ich das Ding vielleicht trotzdem noch mal scannen? Nee, kann ich jetzt nicht mehr scannen. Okay, gut. Aber ich würde mal sagen, das... Ja, Moment. Und das kann man kombinieren, ne? Die zwei passen zusammen, als wären sie füreinander gemacht. Und jetzt sieht's aus wie... ein Doctor Who-Stab. Mats magischer Entschmutzer mit einer Linse drauf. Okay. Na also, jetzt wissen wir, warum die Eliasi-Piraten so darauf aus waren, das Warenlager von Harry zu finden. Das ist eine nette Waffe. Alles klar, ne? Gut, wenn das die Waffe ist, dann speichern wir. Ist Harry Mudd eigentlich noch Harry Mudd? Das ist nichts, was einen Doktor erfordert. Ja, du kannst doch mal Harry Mudd scannen. Na gut, können wir nochmal mit denen reden, ne? Wenn wir unseren Berichten über Harry Mudd folgen, Captain, würde ich sehr empfehlen, ihm nicht zu trauen. Mr. Spock, wie kommen Sie denn auf den Gedanken? Ich dachte, Vulkanier wären immer streng logisch. Korrekt, unsere Berichte bezeichnen sie als gierig, unmoralisch und soziopathisch. Sie nutzen menschliche Emotionen, insbesondere Gutherzigkeit, schamlos aus. Tatsächlich, Spock, das hätte ich selbst nicht besser ausdrücken können. Ich bin noch nie in meinem Leben derart beleidigt worden. Warum habe ich das Gefühl, das wird heute noch ein ganz schlechter Tag? Kirk, jetzt wo wir zusammen sind... Es war eine rhetorische Frage, Harry. Jim, du kannst doch nicht ernsthaft Matt helfen wollen, nach allem, was er getan hat. Pille, die Gesetze der Föderation lassen uns keinerlei Wahl. Sie schützen jedermann, selbst Harry Mudd. Und Sie wissen doch, wie sehr ich die Gesetze der Föderation achte. Ungefähr so viel wie Klingonen-Pazifismus achten. Und wir haben wieder einen Sicherheitsoffizier, diesmal Lieutenant Buchert. Also Sie behaupten, Sie kennen einen Trick, um bei den Casinos auf Kuralon 4 die Bank zu sprengen? Ein System, das einen Spieler das Leben kostete. Junge, er robbte sich an mich heran und flüsterte es mit seinem letzten Atemzug. Ich verrate es Ihnen für nur 200 Credits. Sorry, Mr. Mudd, meine Mutter hat... keinen Narren geboren. Starfleet, alle dasselbe. Kein Sinn für das Abenteuer. Okay. Okay, dann schauen wir uns mal ein bisschen weiter um hier. Also wir haben jetzt einen Explosionsstift. Wo sind wir denn jetzt hier? Okay, schauen wir mal an. Wir haben hier wieder ein großes clownartiges Ding, die hängt an der Decke. Dann haben wir hinten noch eine Tür. Sie suchen, aber finden nichts von Bedeutung. Das
ist das. Dieser Raum erinnert irgendwie an die Waffenkammer uralter Kriegsschiffe aus den frühen Tagen der Raumfahrt. Interessant. Eine detaillierte Maschine der Aliens. Okay, was ist das? Eine Reihe unbeschrifteter zylindrischer Behälter. Zwei gelbe, dreieckige Knöpfe. Ein roter, dreieckiger Knopf. Drei blaue, dreieckige Knöpfe. Okay, was haben wir hier unten? Diese Zylinder sind heruntergefallen. Okay, die waren wohl da oben drauf. Dann haben wir hier irgendwie den grünen Schleim. Nee, das sind nur irgendwelche Bodenbehälter. Und hier auf der rechten Seite haben wir... Okay, eine blaue Kugel. Da ist nichts... Will er auch nichts Spezielles? Will er auch nichts Spezielles? Okay. Links und rechts. Vielleicht diese Dinger hier oben? Nee, das ist alles nur Deko. Also der Haken und die Zylinder. Okay. Gut. Dann benutzen wir jetzt den Tricorder, ne? Wie mit immer, dies scheint ein Teil des Ladesystems der Waffen zu sein. Es ist voll funktionsfähig. Ein Waffensteuergerät scheint direkt an das Äquivalent unserer Phaser und Torpedos angeschlossen zu sein. Okay, da nichts zu berichten. Nee. Dann die Behälter. Einmalig, Captain. Ich glaube, dies sind selbst referenzierende Packquantenmodule. Powerboosters? Darüber habe ich gelesen, aber sie sind reine Theorie. Offensichtlich sind sie das nicht, Lieutenant Buchert. Die Startenergie ist relativ klein, verstärkt sich aber immer mehr, bis sie die unserer Photonentorpedos erreicht. Die technischen Artikel, die die Theorie beschrieben, sagen, es würde eine Waffe mit größerer Reichweite und wahrscheinlich stärkerer Wirkung ausrüsten. Eine Maschine, die solche Module produzieren kann, wäre ein technologisches Wunder, Captain. Okay, und das ist wahrscheinlich die Kontrollpaneele, wird mit Strom versorgt. Das, okay. Da unten ist noch was, nicht zu berichten. Und hier haben wir noch die Dinger. Einmalig, Captain. Ich glaube, das sind seltsame Packquanten. Okay, das haben wir jetzt schon. Das gehört wahrscheinlich irgendwie da rein. Gut. Hier noch irgendwas machen kann. Auf jeden Fall sind hier Waffensysteme. Ah ja, wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt hergekommen? Sind wir? Ah, wir sind von links gekommen. Okay. Gut, schauen wir uns mal um. Was haben wir hier? Sie suchen und finden nichts von Bedeutung. Gut, das einzig Wichtige von Bedeutung ist wahrscheinlich wirklich die Maschine hier in der Mitte. Small containers of oddly colored liquids. Oh, da haben sie die Übersetzung ganz vergessen. Dies scheint die Zentralkontrolle für die Betten zu sein. Darüber steht eine Art Ausgabeeinheit. Ausgabeeinheit, okay. Was ist das? Dies scheint eine Zentralkontrolle für die Betten zu sein. Darüber scheint eine Ausgabeeinheit zu sein. Okay, benutzen wir jetzt mal wieder den Tricorder. Dieser Raum ist gestaltet wie eine Krankenstation. Die Betten und die Zentralkonsole werden mit Energie versorgt. Nichts zu berichten. Okay. Krankenstation, okay. Auf
Vielleicht hilft ja dann jetzt der medizinische Tricorder mit den Kapseln. Ah, es wäre höchst interessant, diese genauer auf der genauer auf der Enterprise zu analysieren. Aber mit Sicherheit sind es Impfstoffe, Arzneien und Forschungsviren. Besteht irgendeine Gefahr, Doktor? Meiner Analyse nach scheint keine auf Menschen oder Vulkanier zu wirken. Trotzdem würde ich nicht empfehlen, ein paar von den Dingern runterzuschlucken. Ja, gut. Gut, da haben wir noch einen. Da ist noch so ein kleiner Punkt. Das bringt aber nichts. Okay, gut. Dann gehen wir weiter. Oh je, noch mehr Dreiecke. Und hier, oh, hier haben wir so ein Ding, was wir in klein haben. Jetzt in groß, ne? Gut, dann gucken wir mal. Sie sehen einen grauen Bildschirm. Hier sind jede Menge Dreiecke. So, nichts. Nichts. Hier geht er hin. Eine Kontrollkonsole, die Teile des Schiffs steuert. Okay, offensichtlich für das ganze Ding, ne? Ist da irgendwas unten dran? Dies scheint ein fremdartiges Werkzeug zu sein, ne? Was haben wir hier? Sie sehen nichts. Okay, ein Stuhl. Okay, Mr. Spock, was meinen Sie? Bisher haben wir uns gut geschlagen, Captain. Trotz Harry Mudd. Wo wir vom Teufel reden, wo ist der Kerl eigentlich? Na, wo nie zuvor ein Mensch gewesen ist, da sind wir, Jim. Das mag deren Brücke gewesen sein, aber es sieht sicher nicht wie die der Enterprise aus. Ja, okay. Wir benutzen den Tricorder. So, erstmal mit dem Ding hier. Offensichtlich die Brücke des Schiffs, der Aliens. Ein genauer Blick könnte mehr Informationen geben. Was ist das? Dies scheint ein Bildschirm, ähnlich dem an Bord der Enterprise zu sein. Dies ist ein Multibit-Kompakt-Dover mit eigener Drektar-Traktion und selbstschließenden Klammern. Sind das jetzt selbstschließende Schaftbolzen oder was, ne? Okay, kann ich das mitnehmen jetzt? Ah, genau. Ach, das ist, jetzt verstehe ich es. Ah, okay. Der zeigt mir dann auch immer an, das fällt mir jetzt erst auf, der zeigt mir auch immer an, wo was ist, indem es dann leicht diesen grünen Fleck bekommt, grünen, roten Schimmer bekommt. So. Nehmen wir das Ding jetzt mal mit. So, und was ist es jetzt? Jetzt haben wir dieses Gerät hier. Alles klar. Also, nochmal gucken. Ein Mehrzweckwerkzeug, okay. Damit hätten wir das, okay.
Kann ich jetzt irgendwie rausgehen? Kann ich nach unten rausgehen? Ah, jetzt bin ich hier. Ups. Was macht der denn jetzt? Hallo, Captain! Ups. Du bist gut, Matt. Jim, das sieht gar nicht gut aus. Harry, lassen Sie mich mal prüfen, ob das irgendwelche schlechten Auswirkungen auf Sie hat. Nein, ihr seid alle Aliens, ihr seid kleine grüne Männchen vom roten Planeten, ihr wollt mit mir Experimente machen, bleibt mir vom Leibe. Schlechte Auswirkung, da brauche ich ja noch nicht mal meinen Tricorder. Ihr lest meine Gedanken, entführt meine Kinder, fresst meinen Hund. Jim, wenn wir ihn auf eines der vier Betten kriegen und das aktivieren, können wir ihn vielleicht heilen, ansonsten wird er immer aggressiver. Bleibt mir vom Leibe! Okay. Ach Gott, ey, ne? Also, bevor du... Wir können trotzdem mal den drauf machen. Das ist nichts, was einen Doktor erfordert. Okay, gut. Mr. Spock, beruhigen Sie doch mal unseren Mr. Matt. Ah, ganz der Ehre, Dr. McCoy. Sehr schön. Ist er doch schon mal da benutzt, runtergelegt. So, jetzt können wir erstmal scannen, was das da unten ist. Okay, du willst mit dem nicht scannen, vielleicht mit dem? Okay. Na gut, dann Doktor, schau dir mal Mr. Matt an. Ich muss mehr über diese Aliens verstehen, bevor ich das Bett in Betrieb nehmen kann. Ah, okay, gut. Hä? Jetzt ist er dort? Oh, wo sind wir denn jetzt hier? Also ich glaube, das Spiel fand das nicht ganz logisch eben, ne? Dass wir in die Richtung gegangen sind und zurückkommen. Also es wollte wohl was anderes machen, ne? Hohe transparente Säulen zischen durch die Decke. Energie knistert zwischen den Duodekerins innen. Okay. Nichts. Große Klauen in die Maschine hängt von der Decke. Was haben wir hier? Ein Save a Ship. Notfall Lebenserhaltungs... Save a Ship heißt das. Ach so. Notfall Lebenserhaltungssystem. Wird normalerweise nur in Notfällen bei kleinen Schiffen bis zur Bergung angewandt. Offensichtlich wollte Harry nicht den Preis für ein verlässliches Modell zahlen. Oh, und hier eine typische Notschleuse, wie sie beispielsweise an Wracks angebracht wird, um Bergungsschiffen die Arbeit zu erleichtern. Es scheint, dass Harry Matt diese Schleuse eingebaut hat, ohne das Alienschiff großartig zu beschädigen. Wunder gibt es immer wieder. Okay. Dann haben wir hier Dreiecke. Sie suchen, aber finden nichts. Okay, also dann die Tricorder-Nummer jetzt wieder. Auf das da. Dieses Lebenserhaltungssystem war nie besonders wartungsfreundlich oder sicher. Es bricht immer wieder ohne Warnung zusammen. Zumindest würde es korrekt angeschlossen mit Alarm für Temperatur, Atmosphäre und Strahlung. Okay, gut. Aber wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Teil, wenn wir hier weitermachen, bei Star Trek 25th Anniversary. Musik.